Was nun? Jetzt bin ich bei einem sensationellen Punkt. Eine große Entdeckung, die vielleicht in der Medizin später sehr viel bringt, nicht nur was Long-Covid angeht, sondern auch für die Behandlung vieler anderer Krankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Chronic Fatigue Syndrome und. Diese Entdeckung ist im Rahmen von Covid-Forschung zustande gekommen oder Long-Covid-Forschung. Man hat sich mit den Mitochondrien sehr beschäftigt und gedacht, was regeneriert unsere Mitochondrien? Wir wissen, zerstören tut sie der oxidative Stress oder schädigen. Aber was regeneriert sie? Kühlungssystem, was ist das? Natürlich, das ist ein Antioxidantium. Etwas, was gegen den oxidativen Stress wirkt. Aber der große Durchbruch war, dass man darauf gekommen ist, dass die Mitochondrien, die vieles selber produzieren können. Das ist die große Faszination bei diesen wahnsinnig wichtigen Zellorganellen. Die Mitochondrien haben eine eigene DNA, haben Sie das gewusst? Erbmaterial haben wir nicht nur in unserem Zellkern, sondern auch in unseren Mitochondrien. Wir haben zwei Reihen vom Erbmaterial. Die Mitochondrien sind so wichtig, dass sie eine eigene DNA haben, die schaut anders aus, ist eine sogenannte runde DNA, nicht so eine Doppelhelixstruktur, aber diese DNA ist in der Lage, die wichtigsten Enzyme für Energiegewinnung und zum Schutz der Mitochondrien herzustellen, selber, innerhalb von Mitochondrien selbst. Wir müssen von außen oder wir brauchen von außen zumindest keine Chemikalien zuführen. Die Substanz, die Mitochondrien regeneriert, wird in Mitochondrien selber hergestellt. Und diese Substanz wahrscheinlich entscheidet, wie viel Energie und Leistung wir haben, weil es unsere Düsentriebwerke schützt. Was ist jetzt diese Substanz? Das war sogar für mich, obwohl ich seit über 20 Jahren mich aktiv und passiv mit der Forschung des oxidativen Stress beschäftige, mehr als faszinierend und die Überraschung meines Lebens forschungsmäßig gesehen. Diese Substanz ist nichts anderes als das, was wir als Schlafhormon schon seit Jahrzehnten kennen, unser Melatonin. Bin mir sicher, dass jeder Melatonin kennt, auch aus der Werbung. Kann man nicht schlafen, kann man ein natürliches Schlafhormon nehmen, das heißt Melatonin. Melatonin wird bekanntlich, das wissen wir schon seit Jahrzehnten, in der Hirnzirbeldrüse, also Epiphyse, medizinischer Fachausdruck, gebildet und vor allem in Abwesenheit des Lichtes, das haben wir immer gedacht, wenn wir schlafen wollen, wenn es dunkel ist, und es bewirkt, dass der Körper müde wird, dass wir schlafen. Jetzt sind die Forscher drauf gekommen, dass erstens Melatonin ganz wichtig ist für die Regeneration von Mitochondrien. Zweitens, die Mitochondrien selber, also Melatoninmenge, die sie brauchen, produzieren. Drittens, 95% von Melatonin unseres Körpers wird nicht im zentralen Nervensystem, sondern in Mitochondrien produziert. Viertens, und das ist die Faszination. Die Melatoninmenge, die wir brauchen, damit unsere Energiehersteller funktionieren, wird unter Lichteinfall produziert. Wir haben bis jetzt gedacht, Melatonin wird nur produziert, wenn es dunkel wird. Was gilt für jenen Teil, den wir brauchen, damit wir schlafen? Aber tagsüber ist das umgekehrt. Licht auf unserer Haut ist nicht nur für die Vitamin-D-Herstellung wichtig, sondern hat viele, viele, viele andere Funktionen, die wir jetzt entdecken. Licht ist ein faszinierendes Therapeutikum, als Gesamtspektrum und auch in Einzelteilen. Wenn wir von Lichttherapie reden, können wir das so richtig analysieren, zersetzen und dann sehen wir, Licht hat ein Riesenspektrum, das beginnt mit ultraviolettem Licht und endet mit Infrarot.
mehrere Farben, mehrere Wellenlängen, mehrere Frequenzen, ganz, ganz unterschiedliche. Die Wellenlänge von ultraviolettem Licht ist 300 bis 400 Nanometer. Ich hoffe, die Physiker verzeihen mir meine dilettantischen Ausführungen. Ich muss es unbedingt betonen, aus meiner Klasse, aus meiner ehemaligen Klasse sind ja 5 hervorragende Physikerinnen und Physiker hervorgegangen. Ich hoffe, die schauen sich diesen Videoclip nicht an und rufen mich an und sagen, du warst in der Schule schon ein Dodel in Physik, was versuchst du Physiklehrer zu spielen? Aber jedenfalls, ultraviolettes Licht hat eine Wellenlänge von 300 bis 400 Nanometer. Infrarot, der erste Teil, Infrarot hat ein Riesenspektrum, der erste Teil nach dem roten Licht, der Teil wird in Amerika jetzt als Near Red bezeichnet und therapeutisch hat einen enormen Effekt, hat eine Wellenlänge von 700 bis 1100 Nanometer. Und dieses Licht hat eine sehr niedrige Frequenz und kann bis zu 10 cm in den Körper eindringen und unsere Mitochondrien aufbauen. Während UV-Licht, das teilweise auch gefährlich ist, nicht, Gott sei Dank, nicht so tief in den Körper penetrieren kann. Und wie ist dieses Infrarotlicht? Wann weiß ich, ob ich das habe, wenn ich mich der Sonne aussetze? Die Wärme, diese angenehme Wärme auf unserer Haut. Das wissen wir schon seit der Kindheit, wie die Energiereserven aufgehen. Wenn man so eine angenehme Wärme, zum Beispiel am Rücken, an einem lauwarmen Sommertag, wenn man ein dünnes T-Shirt trägt und am Rücken die Wärme spürt, wie Energielevel raufgeht. Lichttherapie, wie gesagt, ist faszinierend. Auch Blaulichtspektrum ist sehr wichtig. UV-Licht, haben wir gesagt, ist wichtig für Vitamin D, Infrarot. Und das werde ich ausführlich bei den nächsten Teilen sagen. Infrarot kann auch therapeutisch mit Lichtmaschinen eingesetzt werden. Das ist eine eigene Wissenschaft in Amerika von FDA schon geprüft und von FDA bewilligt. Photobiomodulation heißt das, auf das gehe ich ein. Hoffentlich, wenn ich auch Spezialisten gefunden habe, die uns helfen und referieren oder fachlich unterstützen. Man kann viele Krankheiten damit heilen. Aber auch das Infrarotlicht von unserer Sonne kann so heilsam sein. Und wenn man einen UV-Schutz hat, was sehr oft wichtig ist, vor allem wenn man gefährdet ist, das hat keinen Effekt auf die Penetrationsfähigkeit vom Infrarotlicht. Und das brauchen unsere Mitochondrien. Jetzt überlegen Sie sich, jetzt abgesehen von Covid, Long-Covid-Krankheit, die Energielosigkeit nimmt zu und zu und zu. Und ich habe jetzt bei so einer Arbeit im Rahmen eben dieser Long-Covid-Forschungen gelesen, dass wir in den letzten 100 bzw. 200 Jahren massiv die Sonnenexposition und vor allem Infrarotexposition reduziert haben. Die Menschen vor 150, 160 Jahren haben draußen gearbeitet, im Freien zum großen Teil. Und am Abend ist Feuer eigentlich die Hauptquelle für die Wärme, manchmal auch für das Licht. Heute gehen wir im Auto vom Gebäude ins Gebäude. Das LED-Licht produziert kaum mehr Wärme, also kaum mehr Infrarot, damit es auch wirtschaftlich arbeitet. Ist auch der Sinn und Zweck dieser besseren Energiegewinnung. Die Fenster werden immer besser gebaut, damit keine Wärme verloren geht. Das heißt, es kommt auch kein Infrarot rein. Und das ist eine der Hauptursachen, warum wir langsam eingehen. Schauen Sie sich die grünen Pflanzen an. Was passiert, wenn sie keine Sonne bekommen? Die Lichttherapie ist total schön, total interessant und hat viele Aspekte, die Sie bis jetzt nicht gekannt haben. Das werde ich bei der nächsten Folge erzählen. Die einfache Lichttherapie, die jeder von uns kostenlos in Anspruch nehmen kann,
Das hat uns die Mutter Natur geschenkt, die Sonne. Es gibt wirklich einfache Aspekte, die jetzt entdeckt wurden, die sind die, die uns energetisch richtig anreichen können. In den weiteren Folgen werde ich versuchen, auch auf richtige therapeutische Lichtquellen eingehen. Aber für den Anfang ein erster Schritt. Versuchen Sie in der Früh, 15 bis 20 Minuten früher aufzustehen. Gehen Sie auf den Balkon, gehen Sie in den Garten oder machen Sie das Fenster auf, nehmen Sie einen Kaffee in der Hand. Jetzt wird es warm, das wird einfacher. Und setzen Sie sich einfach der Sonnenenergie aus. Das Licht in der Früh kann am besten energetisch Sie anreichern. Nehmen Sie Ihren Kaffee, nehmen Sie Ihren Tee, gehen Sie auf den Balkon, gehen Sie in den Garten, gehen Sie zum Fenster, bitten Sie unserer Mutter Natur um Energie. Das wird wirken, glauben Sie. Jeden Tag ein bisschen früher aufstehen und Sonne auftanken, 15 bis 20 Minuten. Bei der nächsten Folge werde ich einige andere ganz wirksame Tipps Ihnen da schildern. Bis zum nächsten Mal, toi, toi, toi und viel Glück bei Lichttherapie.